So, mal ich schauen. Ich habe ein paar Lobeshymnen für dich vorbereitet. Oha, ein paar Lobeshymnen. Bin gespannt. Na, vielen Dank. Was soll das jetzt hier sein? Schuh-Hate-Comments. Oh, das ist eine ganze Menge. Sind die alle schlimm? Man merkt, dass der Schuh ein minder bemittelter Apple-User mit zu kleinen Händen für Phablets ist. Lollipop ist total verbuggt, Schwachkopf. Wusste gar nicht, dass Kermit der Frosch sich so gut mit iPhone auskennt. Irgendwie kann ich Armin nicht mehr ernst nehmen, seit er bei Curved ist. Bin ich grün? Mehr Dislikes als Likes, das sagt schon alles. Ja, dein Kommentar auch. Einen ockerfarbenen Kermit habe ich noch nie gesehen. Was das für ein Scheiß? Konnte dir die chinesische Redaktion kein anständiges Gerät mit Bambus oder sonst irgendeiner Farbe geben? Amir, ich bin nur wegen dir ein Abonnent des Kanals. Irgendwie kann ich die Scheiße langsam nicht mehr ertragen. Ständig werden irgendwelche abgefuckten chinesischen Billiggeräte vorgestellt oder besser gesagt beworben. Und du solltest dich besser auch woanders bewerben, wenn die gleich viel Geld zahlen. Wechsel dorthin, dieser Kanal ist einfach nur Scheiße. Notgeiler Asiate. Also bitte. Schließt gleich ein beim Video. Oh Mann. Nein, ich bin nicht notgeil. Noch nie ein so nichtssagendes Video gesehen. Keinerlei Inhalt und Information. Hätte man sich auch sparen können. Redaktionelle Arbeit gleich 6. Ihr liegt total daneben. Schlecht. Das ist doch mal prägnant. Ja. Super Nussknacker-Nerd. Ein Nussknacker-Nerd? Noch nie gehört. I don't understand shit. Digga, rasier dir mal den Bart ab. Das sieht so scheiße aus. Learn German! Is this a porno? 5k plus views and 8 comments including mine. Verstehe nicht. Leider Dummschwätzer, der Kanal wird immer mieser. Warum springst du nicht vom Balkon? Du solltest nicht das Unwichtigste bringen. 20 Meter Leinwand ist nicht schlecht und wenn ich einen Film anschaue, dann muss ich nicht noch mit dem Handy rumfummeln oder eine Doktorarbeit schreiben. Es ist sehr offensichtlich, dass du dieses Produkt nicht verkaufen sollst. Hihihi. Stimmt, ich will hier nichts verkaufen. 2560 mal 1600, wieso könnt ihr euch nicht mal die einfachsten Zahlen merken? Diese Zahl finde ich nicht mal gar nicht mal so einfach. Ist es eine Review für das neue iPhone oder für Baldrian-Kapseln? Ich muss mir bei Minute 6 einen Kaffee brühen. Blame the cameraman behind the camera. Halt die Fresse! Die Phantom hat 1 Kilometer Reichweite und das andere ist die DJI 2 Vision Plus. Langweiligstes Video der Welt oder was? Ein wenig behindert ist es schon, was ihr so macht. Eine graue PS4 und ihr tut so, als ob es der liebe Gott wäre. Keiner tut so, als ob eine PS4 der liebe Gott wäre, aber Gott sei Dank hatten wir sie in der Redaktion. This is the dumbest and ugliest f***ing thing that Apple has ever produced. Steve Jobs would shit in the designer's mouth. Bitte? If he were still alive. Hallo Amir. 5 Minuten, viel zu kurz, viel zu glatt, nicht nerdig genug. Mach mit Schuh einen wöchentlichen Podcast, circa 30 Minuten und dann habt ihr auch Reichweite. Der Schuh und du, das hat Potenzial. Oder ihr bedient weiter Neueinsteiger und Senioren mit diesem Format. Gut wäre, wenn das neue iPhone Army testen könnte. Der Test wäre authentisch und objektiver. Ja, hat er aber nicht. Du laberst ein Bullshit, hast keine Ahnung. Das iPad Air 2 und das Mini 3 sind technisch total anders. Lösch deinen Film, du Schwätzer. Bist du von Samsung ferngesteuert? Nimm's nicht persönlich. Ich dachte, ich erfahr mal was Neues. Mein Lieblingstweet. Ah, deine Haare. Schrecklich. Habt ihr gesoffen oder wollt ihr lustig sein? Also, ich glaube, wir wollten lustig sein. Wenn der mal uns endlich mal saufen lässt. Amir, gut durchgefeiert oder bist du Kiffer? Lol. Machst aber deinen Job gut. Danke. Ich komme auf die Haare nicht klar. Schrecklich. Mensch, Barty, lass die beiden noch mal ausreden und ihre Gedanken zu Ende bringen. Diese abgöttische Fanliebe und der Hass zu anderen Produkten ist einfach unreif. Seit der Schule hat sich bei vielen Leuten nichts geändert. Man beneidet andere, die mit ihren Statusobjekten angeben. Egal auf welcher Seite. My two cents. Mit einem Smiley. Andere schreibt man übrigens klein. Ja. Oh mein Gott! Wie schwul sieht das denn bitte aus, denke ich mal. Also der seltsame, hässliche, unnötige, neuer Apple-Rechner. Das ist
Also das ist doch mehr als hässlich. Aber nichts gegen Curve, deshalb like. Also eigentlich mag er uns, er mochte nur... Ich muss dazu sagen, du hast das so komisch gelesen, nicht weil du nicht lesen kannst, aber da fehlt halt... Da fehlen ein paar Wörter. Punkt, Komma, Strich. Ja. Curve gefällt mir nicht. Die Webseite sieht aus wie von Kindern für Kinder gemacht. Die Artikel strotzen von persönlichen Meinungen der Autoren. Und wildesten Spekulationen wird größtes Gehör geschenkt. Auch wenn dieser Moderator mal ausnahmsweise kompetent zu sein scheint und auch sympathisch ist, ist und bleibt Curve für mich der Bodensatz der Newsportale. Gott, ist das Video für Generation 50 plus. Wir wollen Shu, Amir oder die beiden anderen zwei sehen, nicht dich. Ja, fällt mir jetzt gar nichts zu ein, da bin ich ein bisschen traurig. Dieser Apple-Experte ist irgendwie peinlich. Nur weil er das iPad nicht mag, redet er schlecht. Dabei hat es sich millionenfach verkauft und das iPad ist mehr als nur ein großes iPhone. Ist es das? Das wird jetzt hart. Alleine vom Zugucken bekommt man schon den Eindruck, dass da zwei Personen sitzen, die null Bock haben, sich die Geräte einmal genauer anzuschauen und wenig Praxiserfahrung haben. Geht noch weiter. Und dazu noch völlig unsachlich, fast schon der Polemik nahe über das Surface herziehen. Geht noch weiter. Auch möchte ich keine Gesichter sehen. Das gilt besonders für unseren Chefredakteur, die eine derartige Unsympathie ausstrahlt, dass man sich als Zuschauer fast schon fragt, wieso er sich überhaupt vor die Kamera stellt. Es tut mir wirklich weh zu sehen, er ist wirklich verletzt, es tut mir wirklich weh zu sehen, dass so etwas, meint er mich, als professionelles YouTube-Testvideo durchgehen soll. Scheiß mal auf Samsung, Amir, du geile Sau. Werde ich rot. Die Giga-Zeiten für Schuhe sind vorbei und man kann dieses langsame Geschwafeln kaum ertragen. Bei allem Respekt, lieber Armin. Ich kann natürlich auch gerne extra Videos eben halt herausbauen, wo ich dann halt ein bisschen schneller spreche, so wie ich es jetzt gerade mal tue. Und dann wird es vielleicht ein bisschen interessanter für dich. Ich hätte ein besseres Hands-on gemacht, ja. Glaube ich dir sofort. Ist das Harpe Kerkeling verkleidet? Kann nicht ernst gemeint sein. Der Typ und das Video. Oder? Hallo Amir, was macht Curve da mit dir? Können die nicht einen anderen nehmen für macOS und iOS? Das passt so gar nicht zu deinem Image. Tut mir richtig leid, dir zuzusehen. Oh Mann. Ihr seid du. Dieses Video ist sowas von werbeverseucht, einfach nur grässlich. Ja, mit Ä und S. Wenn man schon über Technik berichtet, dann doch bitte auch richtig. Es waren so viele informatorische Fehler. Wenn ich schon einen Kanal mache, dann bitte richtige Informationen. Mea culpa, kommt nicht wieder vor. Was berichtet ihr doch eine Scheiße? Samsung muss euch doch schmieren, es wird immer deutlicher. Wie viel zahlen die euch? Ein unglaublich schwachsinniger Apple-Experte labert nur Driss. Sport wäre dringend notwendig. Hey, ich hab's zuerst gesagt. Hahaha, super, Armin. Geiles Video. Ihr Apple-Trolle, das kein iPad. Was? Das ist kein iPad. Das Windows-Zeichen heißt nicht, dass da unten ist. Traurig, dass auch kein Vergleich zwischen Pro 3, 2, sondern ihr erzählt nur, was bei Apple alles besser ist. Ich habe den Sinn nicht verstanden jetzt. Nikolaus, das macht uns auch traurig. Das sind alles nur Fanboys, auch der, der da spricht. Innovativ ist Apple auch schon lange nicht mehr. Auch ein Standpunkt. Das interessiert keine Sau, was alles bei einer 10 Millionen Charge defekt sein kann. Soll sich die Qualitätssicherung bei Foxconn damit beschäftigen? Ach nee, das ist eine Forderung. Soll sich die Qualitätssicherung bei Foxconn damit beschäftigen? Ich unlike Curved jetzt. Schade, jetzt siehst du das hier nicht mehr. Hätte man alles auch in 3 Minuten behandeln können. Da merkt man sofort, dass die meisten Nörgler hier kleine Kinder sind. Seid mal wenigstens sachlich und respektvoll gegenüber ihm, ihr verf***ten Scheißblagen. Ja, das mag ich natürlich, wenn einfach so wirklich zur Sache diskutiert wird. Das ist schön. Was hattest du in den Augen, dass du so oft geblinzelt hast? Wow, die Freizeitanalysten. So wahnsinnig schlechter Beitrag. Schade, unlike. Kann das nur bestätigen, dass ihr nicht fähig seid, neutrale Berichte zu produzieren. Schlechtestes Review seit langem. Ausrufezeichen. Und ich hoffe, ihr werdet auch erwachsen. Und ich hoffe, ihr werdet auch erwachsen und findet andere Dinge, über die ihr euch Kopf macht. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Schuh, go away. Langweilig, langatmig. Nicht schön, das, wie du das machst. Ich gehe jetzt und weine. Tschüss.